zusammen und willkommen zurück bei Crusader Kings 2 in Britannien bei unserem Kaiser Adolf. So, wir entziehen jetzt hier noch, versuchen wir Leute zu holen, um den Titel Breif, ne, von einem unserer Vasallen zu holen. Und ich habe noch die Intrigen gerade automatisch beendet und wir sind hier noch am Einladen. Müssen wir schauen, einer fehlt noch, einer aus. Er hat sich noch nicht gemeldet. Und dann gucken wir gleich nochmal, ob wir die Verschwörungsstärke noch ein bisschen erhöhen können. Wir sind nur auf 67 und 80% brauchen wir. So, eine Frau, die indes mit der Hexerei angeklagt ist, wird an eurem Hofe vorgeführt. Mehrere Zeugen haben gesehen, wie sie obskure Rituale in ihrem abgeschiedenen Häuschen durchgeführt hat. Ein Zusammenhang mit den jüngsten Missernten ist nicht ausgeschlossen. Sie beteuert ihre Unschuld und es liegt an euch, über ihr Schicksal zu bestimmen. Eine Angelsächsin? Hässlich? Da hat man ja schon so gewisse Vorurteile im Mittelalter. Ja. Deswegen werden wir sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. So. Wie sieht's aus hier? Da steht immer noch einer offen. Was haben wir denn? Verschwörungsstärke. Hier ist einer mit 6%. Arthur, den Herzog von Lancaster. Geschenk schicken. 44. Wow. Ja, machen wir. Und dann können wir ihn auch einladen. Burgstädtchen wurde gebaut. Wir sind bei 73. Das reicht immer noch nicht. Und die sind nur 1%. Die hole ich natürlich nicht. So, da wurde ein bisschen was gebaut. Da gucken wir uns natürlich um. Und so viel wir bauen und wir nehmen hier immer noch keine Steuern ein, dann gehen wir doch auf die Bauaufsicht wieder hier in Desmond. Okay, da sind wir natürlich hier, da können wir nichts machen. Und wir sind hier bei 5,5. Wow. Das reicht erstmal. Gucken wir lieber in unsere Hauptprovinzen. Der Chiltron-Übungsplatz. Ich weiß nicht, ist das so wichtig? Erstmal Spießträger. Können wir lieber Ross ausbauen. Übungsplätze oder Bergfried. Machen wir den Bergfried. Ja. Was ist denn eigentlich mit Brandenburg? Da brauchen wir auch gerade nichts. Da wird es jetzt aber langsam teuer. Die Ställe sind noch günstig. Gut. Was macht unser Junge? Der ist beim Earl Ozzel von Kent. Aber ist immer noch Angelsachse. Und unsere Tochter. Die sollte natürlich auch schottisch erzogen werden. Unsere Gattin kann das nicht. Wen haben wir denn noch in der Familie? Haben wir noch Geschwister? Eine unserer Schwestern. Ja. Alinor von Britannien, unsere Halbschwester, die wir auch leiden können. Und ich glaube, ja, die bezeichnen wir sogar als Freund. Dann soll die natürlich Achso, die ist natürlich nicht hier. Kann die dann überhaupt das Kind ausbilden? Nein, ich will nicht Ernst, Herzog Ernst der Weise. Bestimmt nicht. Da ist er doch. Senden das Ganze. Achso,
den Bildungsschwerpunkt brauchst du natürlich trotzdem. Dann soll sie die Etikette lernen. So. Hoffentlich wird sie nicht getötet. Da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Naja, schauen wir mal. So, was ist jetzt hier mit unserer mit dem Titelentzug? Warum ist bei ihm keine Entscheidung? Müssen wir ihm erst noch ein Geschenk schicken. Seine Meinung mal ein bisschen zu verstärken. Da tut sich nichts. Das ist schlecht. Gucken wir hier nochmal rein. Ab und zu entscheiden sich ja diverse Leute um. Hier haben wir noch einen mit 4. Nochmal 46. So, der ist bestimmt dabei. 77. Müssen wir jetzt tatsächlich hier noch ein paar Einer nehmen? Das kostet aber so viel Geld, ey. 80 für so einen ollen Bürgermeister. Noch ein Bürgermeister von Berlin. Und hier, was will der haben? 62, nein. Und du? 23. Oma. ...79,3. Ernsthaft? Jetzt haben wir schon so viel Geld investiert. Aber der andere war etwas günstiger. 62, so. Brauchen wir erstmal nichts, wir müssen erstmal wieder Geld ranholen. So, 80,4. Früher hat das gereicht. Ich will hoffen, das haben sie nicht geändert. Achso, der sitzt ja noch im Gefängnis. Den müssen wir vorher natürlich rauslassen, ist klar. Ne? Und zwar Gefangene. Dann verkaufen wir ihn auch frei. Nehmen wir wenigstens wieder 145 Gold ein. So, und jetzt bekommt er den Zug des Titels Breifne. Okay, jetzt will er doch kämpfen. Nun gut. Da brauchen wir, glaube ich, noch nicht mal allzu viele Truppen. Da reichen unsere hier. Wir haben gar keine Leute hier. Aber die hier sollten reichen. Aber wir haben doch mehr als 3, oder? Sind so viele wieder gestorben in der Schlacht neulich? Eigentlich nicht, ne? Stück, dann haben heißt, wir haben ein Bischof von Havelberg Hofkaplan. Ach so, deswegen nicht. Dann können wir den freistellen. Da absetzen. Haben wir noch irgendjemanden fähigen dabei? Ja.
Was ist mit Osulf? Das ist unser... Nee. Das ist ein Angelsachse. Aber der hat eh zu schlechte Werte. Der hat gar keine Werte. Hier haben wir noch jemanden. Auch ein Bischof. Ja, komm. Hat zwar nur 9, aber er hat sogar nur 7 hier. Okay. Die Lehrzeit in Religion und Bildung von Klein Donald ist abgeschlossen. Ein Vasallenkind. Herzog von Mercia. Ach so, der saß bei uns im Gefängnis. Wegen irgendwelcher Missetaten von seinem Vater nämlich. Genau, ich erinnere mich. So, jetzt vernichten wir mal eben diese kleine Armee. Und dann marschieren wir, glaube ich, nach Breifne hoch, weil macht am meisten Sinn. Das ist das, was wir fordern. Deswegen marschieren wir da hoch. So, eine kleine Winzarmee schlagen. Hector von Kells. Perfekt. Den können wir aber freikaufen. Der hat mit der Sache, glaube ich, nichts zu tun. Ne? Können sie freikaufen. Kommt ein bisschen Geld wieder rein. So. Herzogin Christina von Wessex. Und der Gatte ist... Beide McPhisters. Okay. Und was hast du verbrochen? Will irgendeine andere Verwandte töten. Wird er von mir aus machen. Wir beenden mal hier eben die ganzen Verschwörungen wieder. So, dann ist das hier gleich erledigt. Müssen wir mal nur schauen, was wir mit Breifne vorhatten. Ich glaube, da hatten wir irgendjemanden für. Mal behalten wollen wir das ja definitiv nicht. Arbeitsalltag am Hof. Ein endloser Strom an Bittgesuchen, über die ihre Entscheidung fällen müsst. Über die ihr eine Entscheidung fällen müsst. Während der nächste Bauer mit monotoner Stimme von kranken Schweinen erzählt und meinen Nachbarn, der sie angeblich vergiftet haben soll, fühlt ihr eine tiefe Leere in euch. Das ist nicht das Leben, das ihr euch vorgestellt habt. So, wir werden depressiv. Nicht schön. In so jungen Jahren schon depressiv zu werden. ...31, okay. Wir haben doch schon eine Zeit lang mit ihm gespielt. So, wir können nochmal in Brandenburg ein bisschen was ausbauen. Stelle habt ihr noch nicht. Kriegt ihr jetzt. Da brauchen wir erstmal nichts. Hier gibt es ja auch nichts für uns. Ach, das ist der Schildtronnenübungsplatz. Ach komm, bauen wir eine. Dann sind wir wirklich hier in unserer Provinz am Maximum, was wir bauen können. Technologisch können wir auch noch nichts weiter reißen. Gut. Ich denke, wenn jetzt Kells gleich fällt, hat sich das hier eh erledigt. Dann ist der Krieg vorbei.
Ja, 100%. Forderungen erzwingen. So. Einkerkern muss ich den separat. Der gibt sich noch nicht mal sofort. Haben wir den Titel denn eigentlich automatisch bekommen? Gut, den Titel haben wir automatisch bekommen. Aber wegen seinem doppelten Verrat kerkern wir ihn ein. Kann sein, dass es nochmal zum Krieg kommt. Nein. Jetzt können wir ihm noch einen Titel entziehen. Und damit ist dann sein Herzogstitel weg. Ich meine, wenn wir jetzt die Likes aberkennen würden, ist er Herzog, aber ohne Landbesitz. Das wird ja wohl auch nicht gehen. Deswegen ziehen wir ihm das Herzogtum. Leinster. Oder können wir ihm den anderen auch noch entziehen? Nee, das geht nicht. Das wäre auch ein bisschen hart. So, und das gehört natürlich de jure mäßig zu Leinster. Achso, gehört er jetzt auch zu. Aber wenn noch nicht lange. Wen haben wir hier? Das ist ein Angelsacker. Sachse. Und hier haben wir einen Trotten. Genau. Und einen McPhister. So. Landtitel gewähren. Herzog von Leinster mit allen dazugehörigen Titeln. Senden. Sehr schön. Der ist erstmal zufrieden. Und wir müssen Breifne noch abgeben. Breifne ist hier oben und gehört zum Herzogtum Connacht. Wer regiert denn in Connacht? Sind wir hier Herzog? Nein. Kent. Gibt's hier keinen? Ich bin gerade verwirrt. Ach doch, da, Shona McPhister. Wo ist die? Nordkornacht und Himani. He-Man. Haben wir aber keine gute Meinung von. Das heißt, wir sorgen da mal ein bisschen für Gerechtigkeit. Nordkornacht ist da, Himani da. Hier ist Herzog Gilchrist von Connacht. Dem werden wir jetzt Breifne überschreiben. Grafschaft Breifne. Senden. So. Oh, ich sehe gerade, er ist 8. Bild ist auch sehr verwirrend. Könnte auch schon 16 oder 17 sein auf dem Bild. Gut, haben wir doch hier wieder ein bisschen für Ausgleich gesorgt und das ist so ein übermächtiger Vasall zu mächtig wird. Also kommt, euch können wir erstmal wieder absetzen, die brauchen wir nicht mehr. Ihr könnt in eure Burgen zurückkehren. So, wir gucken mal, wer sind. Ansprüche fingieren in der Altmark. Truppen auf, ausbilden, Bauaufsicht. Ja, alles gut. In Pfeif ist Typhus ausgebrochen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir sind am Ende für heute. Die Ansprüche kommen schleppend voran in der Altmark. Dann müssen wir mal sehen, ob wir da unsere Bestreben weiter aufrecht erhalten. Aber
Ja, ich denke schon. Wenn wir gegen Frankreich in Krieg ziehen, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Crusader Kings 2. Tschüss und ciao, ciao.